Ich habe abgenommen und werde jetzt wieder fett. Wobei Fett jetzt auch wirklich keine schöne Bezeichnung ist. Aber das war ein Kommentar, mit dem ich mich in der Vergangenheit häufiger auseinandersetzen musste. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich noch vor einiger Zeit ein bisschen mehr gewogen habe. Ich war nie wirklich übergewichtig, aber ich habe ein paar Kilos mehr gewogen, sodass ich insgesamt mich damals als auch heute noch im Normalbereich befunden habe. Jedoch war es so, dass in dieser Zeit viele negative Kommentare kamen, einige auch unter meinen Videos, aber vor allem Kommentare aus dem Bekannten-, Freundeskreis und aus dem familiären Umfeld. Und mich hat das so belastet, dass ich einfach über dieses Thema mit euch heute mal sprechen wollte, weil ich finde, dass es auch also ein wichtiges Thema ist, über das häufig nicht so viel gesprochen wird und dass diese Art, mit Menschen umzugehen, noch relativ toleriert wird in der Gesellschaft, was ich relativ schade finde. Es ist so, dass ich ja halt, wie schon gesagt, vor einiger Zeit noch etwas mehr gewogen habe und jetzt habe ich Sport gemacht und habe abgenommen. Meine Intention war nie abzunehmen durch den Sport, aber das war ein Nebeneffekt. Und jetzt habe ich halt festgestellt, so in den letzten Tagen, dass ich jetzt doch wieder zunehme. Und das Erste, was mir so in den Kopf kam, war eine Angst. Angst, dass wieder Kommentare kommen könnten. Angst, dass mir wieder gesagt wird, dass ich fett sei, dass ich nicht zunehmen soll, dass ich nicht so viel essen soll, weil ich dann nicht fett werden würde und, und. Und ja, ich wollte euch jetzt hier einfach mal in meine Gedankenwelt mitnehmen und wie ich so die Situation erlebt habe. Also es war so, dass ich, als ich noch in der Schule war, so mit 17 oder so, da war ich ziemlich dünn. Man hat teilweise auch meine Rippen gesehen und ich hatte häufiger, wurde ich so mit dem Vorwurf konfrontiert, magersüchtig zu sein. Das war aber nie der Fall. Ich bin halt in kurzer Zeit relativ viel gewachsen. Ich habe halt auch gut gegessen. Ich war halt einfach insgesamt nur dünn. Damals kamen so Kommentare wie: Hey Bohnenstange, hey Spaghetti, das sieht ja eklig aus. Iss mal was, siehst nicht gut aus, sieht nicht gesund aus. Oder auch, weil ich eine sehr kleine Oberweite hatte, flaches Brett, sieht ja nicht so gut aus, ist ja jetzt nicht so weiblich. Also es war schon relativ negativ. So, dann habe ich zugenommen. Dann kam von einigen, kamen dann Kommentare, dass ich endlich gesünder aussehen würde, dass ich endlich weiblicher aussehen würde. Es kamen durchaus auch positive Kommentare, aber auf der anderen Seite kamen auch sehr viele negative Kommentare, weil ich dann definitiv auch keine Modelfigur mehr hatte. Es hat sich dann mit der Zeit so gewandelt, dass weil ich immer weiter zugenommen habe, die negativen Kommentare immer mehr zugenommen haben, sodass ich mich insgesamt halt sehr unwohl gefühlt habe. So die Gewichtszunahme an sich war für mich halt nicht so das Problem. Was für mich aber so das zentrale Problem war, war, dass halt so viele Kommentare aus dem Umfeld kamen und dass es so ein großes Thema wurde, dass ich das Gefühl hatte, dass das alles ist, was mich ausmacht, ist halt nur mein Körper und meine Gewichtszunahme. Ja, also es war wirklich krass. Also ich war halt auch wirklich verwundert, wie stark so die Äußerungen dann doch ausgefallen sind, dass ich darauf immer wieder angesprochen wurde, ich solle nicht so viel essen, weil dann würde ich nicht fett werden. Dazu, dass ich zugenommen habe, kam dann halt auch noch, dass natürlich meine Oberweite dementsprechend halt auch gewachsen ist. Und ich habe in einer kleinen Stadt gewohnt und dort gab es ein Modekaufhaus und dann gab es halt auch noch so Läden von so Discountern, also so Modediscountern, so günstigen Klamottenläden. Und dann habe ich halt auch nach einem neuen BH gesucht. Und dann musste ich feststellen, dass in meiner Größe dort nichts verfügbar war, weil ich bin halt unter der Brust relativ schmal. Und mit meiner Unterbrustgröße und meinem Körbchen, dass das in Kombination eine Größe war, die halt wahrscheinlich nicht so häufig gekauft wird und deswegen wurde sie auch nicht angeboten. Und das war für mich halt auch schon eine relativ unangenehme Situation, weil ich das Gefühl hatte, oh wow, wenn ich da jetzt keine passenden BH finde, gut, dann bin ich wohl wirklich zu fett geworden. Also in dem Modekaufhaus war das so, dass die BHs, die dort angeboten wurden, die waren damals eine Körbchengröße zu klein und jetzt zwei. Und in dem anderen Laden, glaube ich, sogar so drei bis vier Körbchengrößen zu klein in diesem Modediscounter. Also es war schon
Ja, nicht nur so ganz knapp, sondern schon deutlich, dass ich dort kein BH finden konnte. Und ich hatte dann die Verkäuferin damals auch mal gefragt, so, hey, habt ihr denn auch in meiner Größe ein BH? Habt dann halt meine Größe genannt und sie hat mich relativ irritiert angeguckt. So, also ich habe es als abschätzig wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es von ihr wirklich so gemeint war. Sie meinte dann so, nee, also solche Größen führen wir hier nicht. So. Und boah, das war für mich schon richtig hart, diese Reaktion. In Folge habe ich dann halt mich online auf die Suche begeben, habe dann dort BHs bestellt, habe dann auch was gefunden, obwohl das damals schwierig war und das ist heute auch immer noch schwierig für mich. Inzwischen bin ich bei dem BH-Kauf fast komplett auf online umgestiegen, weil das für mich halt einfach am einfachsten ist. Aber es war so insgesamt so eine Situation, die mich halt wirklich sehr belastet hat. Ja, also ich frage mich manchmal auch so, was in den Leuten vorgeht. Also jetzt halt nicht auf meine Familie und Freunde bezogen, sondern auf die Leute, die zum Beispiel was unter meinen Videos kommentiert haben. Warum jemand in die Kommentare schreiben muss, hey, du hast zugenommen oder hey, hast voll die Postbacken oder so. Wozu? Also ich frage mich, ob das irgendwas mit dem Inhalt des Videos zu tun hatte oder ob das irgendetwas ist, womit, also was jetzt der Person so wichtig ist, dass sie mir das mitteilen muss. Also manchmal verstehe ich das halt nicht so ganz. Und wenn das ein Kommentar ist, ist das ja okay, aber wenn sich das häuft, ist das halt schon etwas, was so in der Gesamtheit halt irgendwie einfach nicht so nett ist. So, und wenn dann im Bekanntenkreis halt auch irgendwie die Situation vorkommt, dass mir dann zu kleine Klamotten geschenkt werden, das kann vielleicht einmal passieren, das kann zweimal passieren, aber wenn das ein drittes Mal passiert und dann der Kommentar kommt, ja, ich soll dann halt nicht so viel essen, ja, ist das halt auch irgendwie nicht so nett. Und ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, aber ich habe so das Gefühl, dass in vielen Familien es mindestens eine Person gibt, die irgendwie dickeren Menschen oder halt auch Menschen, die vielleicht nicht dick sind, die sie aber als dick wahrnehmen, irgendwie diskriminierend gegenüber eingestellt sind. Ich finde es jetzt halt auch schwierig, zu sagen, dass ich als dicke Person diskriminiert wurde, weil ich nicht dick war, weil ich normalgewichtig war. Deswegen möchte ich mir da jetzt auch nicht zu sehr mich da in diese Rolle reinversetzen, weil das nochmal was anderes ist, ob man jetzt halt wirklich, wenn man so auf die Straße geht, vom Wildfremden doofe Kommentare kriegt, egal wo man hingeht, oder ob das halt wirklich nur im Familien- und Bekanntenkreis ist, bei Leuten, die einen vorher mit der anderen Figur kannten und bei irgendwie Leuten, die einen im Internet verfolgt haben und dort auch wussten, wie man die Figur vorher hatte. Aber oh, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Aber es ist halt so, dass ich trotzdem irgendwie das Gefühl habt, dass halt, ja, halt jede Familie halt wirklich so diese Person hat, die halt irgendwie, was Gewichtszunahme angeht, auch bei fremden Personen, bei denen es halt, wo es die halt wirklich überhaupt nichts angeht, dass sie da halt gerne das kommentieren und halt auch negativ. Wenn jetzt zum Beispiel der Nachbar 20 Kilo zunimmt, dass das dann sehr negativ kommentiert wird und dann stundenlang diskutiert werden muss, oder wenn sie im Supermarkt irgendeine übergewichtige Person gesehen haben, oder was auch sehr beliebt war, was ich halt früher auch in der Schule sehr oft mitbekommen habe, wenn dann irgendwie Leute, mit denen man unterwegs war, dann halt irgendwie eine übergewichtige Frau in Leggings gesehen haben und dann stundenlang negative Kommentare machen mussten, weil sie das so unansehnlich finden würden. Und ich fand das irgendwie einfach unmöglich. Also ich dachte mir mal ganz ehrlich, was geht dich das an, dass du jetzt von irgendeiner fremden Person, die an uns vorbeigegangen ist, da irgendeinen Kommentar ablassen musst? Oh, ich gucke gerade raus. Das Wetter spiegelt so gerade so ein bisschen meine Gefühlslage wieder. Vorhin hat noch die Sonne geschienen, es war ziemlich warm und jetzt gucke ich raus und es schneit. Also irgendwie, dann hat es geregnet, dann hat es gestürmt, jetzt schneit es und so fühle ich mich gerade innerlich halt auch ein bisschen. Wow. Ich weiß halt auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz, worauf ich mit diesem Video hinaus möchte. Ein Punkt, der mir aber wirklich wichtig ist, dass ihr vielleicht so nachdenkt in Zukunft, wenn euch mal irgendwie so ein Kommentar irgendwie begegnet oder ihr euch selbst dabei erwischt, wie ihr so was denkt oder sowas sagt, dass ihr nochmal darüber nachdenkt, wie sich diese Person fühlen könnte. Ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die sehr aufgeschlossen sind und grundsätzlich auch empathisch, aber wo halt einfach die noch nicht so sensibel sind, was dieses Thema angeht und das die das auch nicht als schlimm empfinden, weil sie vielleicht nie Probleme damit hatten, weil sie nie einen negativen Kommentar bekommen haben.
Und die vielleicht auch nicht wissen, wie da andere drauf reagieren. Es kann ja durchaus auch sein, dass es nicht böse gemeint ist, wenn das jemand sagt, dass jemand das einfach nur so kommentiert, hey, du hast zugenommen oder so. Aber wenn man 20 solche Kommentare im kurzen Zeitfenster kriegt, ist es einfach nicht schön, weil das häufig halt auch einfach negativ belegt ist. Ja, wenn ich das jetzt so vergleichen muss. Es gibt ja halt auch häufiger, wird ja auch mal gesagt, wenn jetzt jemand halt so sagt, so hey, ich kriege häufig negative Kommentare, weil ich übergewichtig bin. Und eine andere Person, die halt untergewichtig ist, sagt, ja, aber ich kriege ja auch doofe Kommentare. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie diese Personen das individuell erleben und auch in welchem Ausmaß und wie schlimm das für die ist. Das steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen, aber jetzt. An meinem eigenen Beispiel, wenn ich das so vergleiche, wo ich noch dünner war und wo ich dann zugenommen hatte, fand ich die Kommentare, als ich zugenommen hatte, schon deutlich schwerwiegender und unangenehmer und schlimmer. Also als ich dünner war, gab es halt auch negative Kommentare. Aber es hatte irgendwo auch noch was Positives, weil es immer noch Leute waren, die so, wow. Du bist dünn, das sieht ja gut aus. Boah, hast du dünne Beine? Oh, wow, so skinny. Und es gab immer noch irgendwie so was Positives drin. Auch wenn es halt nicht gesund aussah, schwang noch so was Positives mit. Das war später halt nicht so. Da war das Netteste, was ich einmal gehört habe. Oh, also für das, was sie ist, hat sie wirklich noch eine gute Figur. So, das war das Positivste, was ich einmal gehört habe. Aber sonst insgesamt war es wirklich schon eher negativ. Und klar ist es nicht gesund, wenn man in kurzer Zeit super viel zunimmt. Es ist auch nicht gesund, wenn man super viele Süßigkeiten isst. Das würde ich auch keinem empfehlen. Aber ich denke nicht, dass es zur Lösung beiträgt, wenn man negative Sachen sagt. Bei mir hat es eher dazu geführt, dass ich noch mehr gegessen habe. Ich war dann frustriert. Hab dann noch mehr Süßigkeiten gegessen und in Folge noch mehr zugenommen. Und ich denke, dass man einfach irgendwie so untereinander ein bisschen netter sein sollte und nicht so stark wertend. Also, wenn jetzt mein Körper so wie er jetzt ist oder wie er, nachdem ich halt abgenommen hatte, war, als positiv bewertet wird und ich habe sehr viele positive Kommentare bekommen, denn ist es einerseits ist es natürlich schön, wenn Leute positive Sachen sagen. Ich konnte es nicht als schön empfinden, weil in mir noch so diese riesige Wut war von den negativen Kommentaren, die ich vorgehört habe. Aber warum muss das so stark bewertet werden? Jetzt ist es gut, damals war es scheiße. Also es kann nur gut gehen, wenn es schlecht gibt. Warum können wir das nicht einfach alles neutraler sehen? Warum können wir nicht sagen, okay. Der Körper ist jetzt wertfrei, es ist einfach neutral. Man kommentiert gar nichts mehr. Man kommentiert nicht, wenn man etwas besonders toll findet oder wenn man es besonders doof findet, sondern man nimmt den Menschen einfach so an, wie er ist. Und in mir hat das so eine Wut ausgelöst, als dann diese positiven Kommentare kamen, weil ich mich noch so gut erinnern konnte, wie es war, als die negativen Kommentare kamen, dass ich mich einfach gefragt habe, was das wert? Nicht wirklich. So, dass man, also, nee. Tut mir leid, wenn das Video ist hier ein bisschen sehr wirr, tut mir leid, aber ich wollte einfach so meine Gedankengänge mit euch teilen und ja, natürlich habe ich mich, als ich mehr gewogen habe, nicht so richtig wohl gefühlt. Naja, was heißt natürlich? Also ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt, aber es war auch nicht so super schlimm für mich. Es war okay. Aber was richtig schlimm für mich war, waren die Reaktionen aus dem Umfeld. Und das muss einfach nicht sein. Also das muss einfach wirklich nicht sein. So, und wie schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt halt wieder zunehme, obwohl ich Sport mache. Ich esse halt gerade einfach wieder mehr, weil ich halt teilweise auch gefrustet bin. Und ja, dann habe ich natürlich Angst, dass jetzt halt auch wieder die negativen Kommentare kommen. Aber irgendwie sehe ich es auch nicht ein, krampfhaft das aufzuhalten und krampfhaft dünn zu bleiben, nur damit keine negativen Kommentare kommen.
Ja. Ja, schreibt einfach eure Meinung dazu in die Kommentare, aber bitte bleibt nett. Und ja, wenn ihr jetzt da kommentiert und sagt, hey, du hast gar keine Ahnung, du warst nie dick, du warst nie richtig dünn, dann ist es okay, wenn ihr der Meinung seid. Das stimmt ja auch. Und ich will gar nicht wissen, wie das wäre, wenn ich wirklich übergewichtig gewesen wäre. Aber ich fand allein diese Erfahrung, die ich in einem kleinen Rahmen gesammelt habe, schon wirklich so krass, dass ich mir dachte, so wow, dass es Menschen überhaupt so interessiert. Also ich meine, was geht fremde Menschen meinen Körper an? Gar nichts. Das kann ihnen doch scheißegal sein. Aber also manchmal frage ich mich, ob die Leute irgendwie, ob die sich zu sehr langweilen oder warum der Körper so von fremden Leuten so interessant ist. Also ich meine, klar, unser Körper ist quasi unser Zuhause, den haben wir unser ganzes Leben lang. Aber wenn man sich mit seinem eigenen Körper beschäftigt, ist es ja was anderes, als wenn man sich mit fremden Körpern beschäftigt, die einen gar nichts angehen. Vor allem auch noch ungefragt. Ich wollte noch einen Punkt ergänzen und das geht um Teenager. Also jetzt bei mir ist es ja so, ich bin jetzt Anfang 20. Das heißt, ich kann mit der ganzen Situation, auch wenn es mich belastet, nochmal ganz anders umgehen, als es jetzt bei Jugendlichen ist. Und ich habe das halt auch beobachtet, dass es halt auch Jugendliche gibt, die vielleicht nicht übergewichtig waren, aber die mehr gewogen haben als andere Jugendliche und die dann so einen krassen Druck hatten, dass sie immer weiter abgenommen haben und letztendlich ja, in eine Magersucht gerutscht sind. Und ich finde das einfach so schade, dass da einfach gesellschaftlich so ein Druck gemacht wird, dass irgendwie ja, letztendlich die Jugendlichen krank davon werden. Oder ich habe das halt auch mitbekommen, dass halt irgendwie auch ein wirklich bildhübsches Mädchen, die halt aber auch nicht super dünn war, dann halt einfach nichts gegessen hat und dann umgefallen ist. So. Und also, das muss doch wirklich nicht sein. Das ist doch wirklich nicht nötig, dass wir so einen Druck aufbauen. Dass sich Menschen, die halt einfach von Natur aus einen anderen Körperbau haben, sich genötigt fühlen, krampfhaft so schnell wie möglich abzunehmen. Damit will ich nicht sagen, dass es gesund ist, wenn man jetzt wirklich stark übergewichtig ist. Das meine ich nicht. Aus medizinischen Gründen kann es sehr wohl vorteilhaft sein, abzunehmen. Das meine ich nicht, aber ich meine so diesen so krassen Druck, dass die Personen das Gefühl haben, ganz schnell ganz viel abzunehmen, weil sie sonst nicht akzeptiert werden. Und ich finde, in diesem Bereich sollte sich etwas ändern. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Passt auf euch auf. Wenn jemand was Doofes zu euch sagt, dann sagt, dass ihr es nicht fair und nicht nett findet. Das habe ich auch gemacht. Ich habe lange nichts gesagt, aber dann, als die Kommentare weiterkamen, habe ich mich richtig lautstark mal beschwert. Das wurde teilweise auch als übertrieben aufgefasst, aber das musste einfach mal raus. Und ja, wenn jemand was Doofes sagt, dann sagt einfach mal, hey, es geht dich nichts an. Hör doch bitte damit auf. Ja, macht's gut. Liebe Grüße, eure Fred. Tschüss.